Presse gesemmelt, dass ich finde, wir sind doppelt verpflichtet, das hier nach deren Regeln einzuhalten. Und es ist einfach verrückt, dass wir hier alle auf diesem Platz in dieser tollen Form diszipliniert bleiben. Und dafür möchte ich mich auch bei euch bedanken. Und dann sieht man, wie solche Wichser wie dieser Weselski diese Situation ausnutzen und einen Streik anfängt, wo Familien, die zum ersten Mal nach anderthalb Jahren in die Ferien fahren können und sowieso schon genervt, dass das vielleicht innerhalb von Deutschlands nur ist, dass sie sich jetzt in Zügen drängeln und stoßen, während wir hier unser Möglichstes tun, um das irgendwie mit Distanz zu regeln, um in der Disziplin, das bringt einen dann doch schon zum Kotzen. Entschuldigt meine Tirade. Ansonsten, vielen, vielen Dank, war für uns ein ganz, ganz toller Abend. Bleibt gesund, wir werden uns sicherlich wiedersehen und dann hoffentlich wieder in laut, schwitzend und Arm in Arm miteinander, okay? Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's ein Rhythmus, als gäb's ein Lied, das ich immer weiter durch die Straßen zieh, um dir entgegen dich abzuholen, wie ausgemacht. An selben Treffen wie letztes Mal. Durch das Gedränge der Menschenmenge bahnen wir uns in altbekannten Wegen. Entlang der Gassen zu den alten Terrassen, über die Brücken bis hin zu der Musik. Laut ist, wo alle draußen tun durchzudrehen, wo die anderen warten, um mit uns zu starten und abzugehen. An Tagen wie diesen wünscht man sich schon Nettigkeit. Das hier ist ewig, ewig für heute. Wir stehen nicht still für eine ganze Nacht. Komm, ich trag dich durch die Leute. Hab keine Angst, ich gehe auf dich ab. Wir lassen uns treiben, tauchen unter, schwimmen mit dem Sturm. Kreise kommen nicht mehr runter, sind schwer los.
nicht nach Hause schicken, was jetzt kommt. Ihr könnt leider ganz ausgereift bis zur Schlusssekunde. Wir spielen es backstage und denken an euch hier in der Walk Alone.